Ich will sozusagen ganz kurz den Einstieg hier nochmal machen. Wir haben heute schon viel gesprochen darüber, dass wir es auf der einen Seite mit einer hochkomplexen und sehr heterogenen Gemengelage zu tun haben, was Arbeitszeitwünsche, Arbeitszeitrealitäten angeht und was sozusagen auch Fragestellungen und Probleme angeht, die bearbeitet werden müssen. Also Stichwort Vereinbarung von Familie und Berufsleben, aber auch die Frage, wann kann man aus dem Beruf aussteigen. Und wir stellen erfreulicherweise fest, dass die Debatte um Arbeitszeiten und Arbeitszeitpolitik wieder langsam an Fahrt gewinnt, dass die IG Metall, wir haben das ja vorhin schon gehört, aber auch die IG BCE das Thema ja in der nächsten Tarifrunde auch sozusagen auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und dass hier auch ein ganz wichtiger Raum ist, eine Debatte voranzutreiben, in Verständigungsprozesse zu kommen und zu fragen, und das ist so ein bisschen auch meine Leitlinie hier für die Podiumsdiskussion, was braucht es, um Arbeitszeitpolitik wieder zum Thema zu machen, auch gesamtgesellschaftlich, also nicht nur in den Gewerkschaften, aber dort natürlich auch an vorderster Stelle, weil die natürlich einer oder der wichtigste Player sind in dieser ganzen Frage. Aber wir wissen aus den Erfahrungen, auch bei den Kämpfen um die 35-Stunden-Woche, es geht nicht ohne gesamtgesellschaftliche Allianzen, es geht nicht ohne, dass wir das Thema auch verbreitern. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Was seht ihr da für Ansatzpunkte? Was seht ihr für wichtige strategische Fragen, die ihr sozusagen in den Raum werfen möchtet? Und ich würde gerne mit Knut beginnen. Wir haben es gehört, die IG Metall hat das Thema tarifpolitisch wieder auf der Agenda. Wir haben auch viel gehört heute schon über die Beschäftigtenbefragung. Und ich würde dich gerne noch mal fragen, sozusagen aus dem Blickwinkel der IG Metall und der Notwendigkeit, was betriebspolitisch passieren muss, haben wir einiges gehört. Da wäre trotzdem die Frage an dich noch mal, was sind wichtige Impulse, die du dann noch mal setzen möchtest, auch mit Blick auf die IG Metall, aber was sind auch Fragen oder was sind Anregungen, die du sozusagen mit auf den Weg gibst für die Frage, wie können wir auch bündnisfähig werden über die Gewerkschaften hinaus, wie können wir das Thema verbreitern? Also wir müssen ja erstmal die Themen auch anpacken, die unsere Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Das ist ja genau das, hat Hilde ja auch heute vorgestellt durch die Beschäftigtenbefragung. Und dass wir diese Themen einfach auch breit politisch gesetzt kriegen. Und dann fangen wir ja gerade auch diese Arbeitszeitdebatte darüber an. Das große Thema ist bei uns das ganze Thema lebensphasenorientierte Arbeitszeiten. Das ist auch für uns etwas Neues, weil das eine völlige Flexibilisierung auch der Arbeitszeit heißt. Wir haben gerade im Anschluss nochmal an unserem Workshop gerade darüber gesprochen, wie toll wäre es, wenn wir die 35 Stunden wirklich mal als wirklichen Eckpfosten hätten, als festen Eckpfosten und damit Arbeitszeiten gestalten können über eine Lebensphase. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was gesellschaftspolitisch auch hohe Anerkennung hat, weil ich glaube, wir haben noch nie eine so gute Umfeld dazu gehabt, solche Sachen zu diskutieren, wie dass man zu bestimmten Zeiten andere Arbeitszeiten, Familienzeiten braucht, ohne Entgeltverlust. Und es aber auch Zeiten gibt, wo man dann einfach auch noch mal ein bisschen mehr arbeiten kann und dass man das über eine Lebenszeit ausgleichen kann. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir die Themen auch noch mal nach vorne bringen müssen, die für uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren wichtig sind. Hochemotional in den Betrieben, das Thema Altersteilzeit, glaube ich, muss ich jetzt hier auch keinem erklären. Was nicht so hochemotional ist, aber für uns extrem wichtig ist, ist in diesem ganzen Thema das, was du heute Morgen oder auch die Antonia schon angesprochen hat, ist das Thema Bildungszeit. Ich glaube, dass wir bei dem Thema betriebliche Qualifizierung für unsere Menschen im Betrieb was machen müssen. Und das geht auch nur mit zusätzlich finanzierter Qualifizierungszeit. Es kann nicht angehen, dass Qualifizierung nur auf Lasten der Arbeitnehmer stattfindet. Dazu muss es Modelle geben, an denen sich Arbeitgeber auch beteiligen. Und ich glaube, dass wir dafür auch eine Sympathie in der Gesellschaft finden, um solche Sachen noch umzusetzen. Ich glaube, Tarifpolitik funktioniert immer nur, wie du es gesagt hast, in einem positiven Umfeld, in einem Umfeld, was von der Gesellschaft unterstützt wird. Und dann müssen wir genau diese Themen auch aufgreifen und diese Themen nach vorne bringen. Vielen Dank. Margarita Steinbrücke, du hast in den 2012 unter anderem die Initiative mit vorangebracht, die 30-Stunden-Woche zu fordern, dieses Manifest für eine 30-Stunden-Woche. Darüber hat es ja auch lebhafte Debatten gegeben, auch unter der Frage, ist es sozusagen nicht zu sehr an der Makroökonomik aufgehängt und der Frage der, der Beschäftigungsfrage, also des Abbaus von Arbeitslosigkeit und vielleicht ein Stück zu wenig auch an der Realität in den Betrieben im Sinne von
Arbeitszeitverkürzung bedeutet für viele dann auch im Kopf direkt vorwegzunehmen, naja, dann muss ich das halt, was ich bisher sozusagen tun musste, in weniger Zeit tun. Das ist jetzt nur ein kurzes Schlaglicht auf die ganze Frage, wie schaffen wir es eigentlich, diese sehr unterschiedlichen und differenzierten Arbeitszeitlagen sozusagen zusammen zu diskutieren. Und da würde ich dich gerne nochmal fragen, was ist auch nochmal so im Rückblick vielleicht auf die Initiative von damals und heute dein Resümee für diese Gesamtdebatte? Also ein ganz praktisches Resümee ist, dass selbstverständlich die 30-Stunden-Woche, aber auch alle anderen Arbeitszeitverkürzungsvorschläge darunter nur dann eine Chance haben, was Positives zu bewirken, wenn sie erstens mit einem mindestens gestaffelten Lohnausgleich versehen sind, weil untere Lohngruppen können sich das sonst nicht leisten und werden dann auch immer dagegen sein. Und was noch wichtiger ist, mit einem vollen Personalausgleich. Das ist meines Erachtens entscheidend, weil die Erfahrungen mit der 35-Stunden-Woche sowohl in Frankreich, aber auch hier in der Metallindustrie zeigen, wenn keine wasserdichten Lösungen zum Personalausgleich getroffen sind, werden die Arbeitszeitverkürzungen zu einem ganz, ganz großen Teil einfach durch Verdichtung der Arbeit aufgefangen. Das wäre mein praktisches Fazit. Ein Resümee für die Forderungen selber ist aus allem, was wir jetzt hier so gehört haben, dass wir so etwas wie einen neuen Normalarbeitszeitstandard brauchen. Und zwar für alle. Weil wir haben einerseits die Menschen in der sogenannten Rush-Hour des Lebens mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die sind im mittleren Alter. Die brauchen kürzere Arbeitszeiten. Wir haben die Älteren, die langsam aus dem Arbeitsleben raus wollen. Das heißt, für die Älteren brauchen wir diese kürzeren Arbeitszeiten. Wir brauchen diese kürzeren Arbeitszeiten aber auch genau für die jungen Leute, damit die überhaupt reinkommen. Ein Drittel der Ausgebildeten werden nicht übernommen. Wir brauchen kürzere Arbeitszeiten aber auch für alle von Anfang an, damit sie überhaupt gesund die Rente erreichen können. Also die Zunahme von Stress und psychischen Belastungen zeigt ja, im ganz normalen Arbeitsleben für alle Beschäftigten ist es zu viel. Und damit wir gesund bis zu diesem weit hinausgeschobenen Rentenbeginn überhaupt kommen können, brauchen wir ein neues Normalarbeitszeitverhältnis um die 30 Stunden. Also das können jetzt auch 32 sein, da kann man sich drüber streiten. Aber damit das überhaupt möglich wird, brauchen wir das von Anfang an. Danke. Sibylle, du hast gerade auch schon eine Handbewegung gemacht, wo ich sozusagen, du wolltest klatschen. Ich würde dir sozusagen jetzt sowieso die Chance geben, auch nochmal konkret darauf was zu geben, würde aber auch nochmal gerne auf die Frage kommen, du kennst die ganzen Debatten in Verdi. Verdi vielleicht als die Gewerkschaft, die sozusagen nochmal eine unglaublich differenzierte Anforderung hat, wenn es darum geht, wie können wir über Arbeitszeiten debattieren, über die Branchen hinweg, über die Berufe hinweg und wo das ja auch schon mal, also Anfang der 2000er, die tarifpolitische Abteilung einen neuen Aufschlag gemacht hat, der dann in den Fachbereichen so ein bisschen versandete, um das mal kurz zu sagen. Es gibt wieder die Anträge, Arbeitszeit offensiv anzugehen in Verdi und ich würde dich bitten, auch vielleicht nochmal einen kurzen Blick eben auf die Gewerkschaft da zu richten. Wir haben heute ja viel über das, was in der IG Metall los ist, gehört, aber vielleicht dazu auch nochmal was. Vielleicht erstmal positiv. Gestern waren unsere beiden Stellvertreterinnen, also Jörg Hoffmann auf dem WSI-Forum und auch die Andrea Koschitz, die beide gesagt haben, es muss eine neue Norm geben, ohne es zu beziffern. Das ist mir jetzt auch erstmal egal, ebenso wie Margarete. Aber allemal, es reicht nicht, wenn wir sagen, lebensarbeitszeitbezogen oder lebensabschnittbezogene Arbeitszeiten, sondern insgesamt muss die Norm eine andere werden, sage ich jetzt mal so. Also wir brauchen eine neue Definition des Normalarbeitsverhältnisses, wie wir Tarifpolitiker sowas nennen. Die Andrea hat nochmal sehr gut dargestellt, finde ich, die Bandbreite von Verdi. Sie sagt auch intern, das ist ziemlich schief gelaufen. Wir haben uns in der Arbeitsgruppe vorhin auch darüber
geredet mit dieser Umfrage, die eigentlich keiner beantworten konnte. Da ist das exemplarisch und super, was die IG Metall gemacht hat, muss ich nochmal ausdrücklich loben. Auch in der Repräsentativität ist es wunderbar, weil man da wirklich sehr viel ablesen kann. Die Hilde hat das ja prima dargestellt heute. Und wenn das so eine gemeinsame Grundlage ist, dann sage ich mal, Verdi hat das Problem mehr noch als die IG Metall, dass er Hunderte von verschiedenen Tarifverträgen mit unterschiedlichen Zeiten haben. Also ich habe übrigens auch die Kampagne von Margareta und Bontrup, die 30-Stunden-Wochen-Kampagne, nie so verstanden, dass das ein Befehl an die Gewerkschaften ist. Jetzt macht mal sofort die Forderung nach 30-Stunden-Woche zum Gegenstand der Tarifpolitik, sondern eher ein hilfreicher Schritt, um in die Diskussion zu kommen. Und mir ist ganz wichtig, in der Musik, wir haben ja auch die Musiker bei uns organisiert, bei Verdi nennt man das, es muss gelingen, diesen Diskurs, wie wir gesagt haben heute, einen Generalbass zu finden in diesem Diskurs, auf den wir uns einigen könnten. Das kann sein, das Normalarbeitsverhältnis neu zu bestimmen. Wir haben es da ein bisschen schwerer als ihr, weil die Tarifverträge so viel auseinanderflauen und wir können nicht einfach sagen 30 Stunden für alle, wenn wir noch 40 und mehr Stunden in den Tarifverträgen stehen haben. Nächster Punkt, es muss gelingen, die Kräfte zu bündeln und die Themen zu bündeln. Das ist heute ganz deutlich geworden bei uns in der Arbeitsgruppe, beim Vortrag, aber auch bei Hilde von Kerstin. Wir haben eine völlig differenzierte Betrachtung. Hier ist Familienpolitik, da ist Frauenpolitik, da ist Arbeitsmarktpolitik, da ist Weiterbildungspolitik. Und es geht darum, die Themen miteinander zu denken und zusammenzubringen und natürlich auch die Akteurinnen und Akteure zu gewinnen. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Und da sage ich selbst, langjährig in Gewerkschaftsführungspositionen, sage ich selbst, wir haben 20 Jahre lang das Thema, ich sage nicht gepennt, aber es stand nicht auf der Tagesordnung. Das werfe ich Gewerkschaftsführung, mich eingenommen, vor, dass wir 20 Jahre lang die Zeitfrage als die zentrale Frage im Leben, weil die Zeit ist unsere und die gibt es nur einmal, man kann sie nur einmal leben und es sind immer die Individuen. Das sozusagen ins gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken, das scheint mir die Aufgabe jetzt der kommenden Monate und der nächsten beiden Gewerkschaftstage haben zu sein. Es gibt schon Anträge, an einem habe ich mitgearbeitet, für den Verdi-Bundeskongress im nächsten Jahr. Ich weiß aber auch, dass es viele Diskussionen auch aufgrund der Umfrage in der IG Metall geht. Das geht nicht bis übermorgen, aber in die Gänge kommen müssen wir. Und dafür wünsche ich mir ein gutes Klima, wie auf dieser Tagung heute. Klaus, wir haben in dieser Woche just ein gutes Beispiel dafür gesehen, wie Verdi und die Kirchen tatsächlich an einem Strang ziehen bei Arbeitszeitfragen durchaus. Und zwar die Klage, die entschieden worden ist vor dem Bundesverwaltungsgericht um die Ausweitung der Sonntagsarbeitszeit in Hessen, wo ein Erfolg errungen werden konnte. Und Verdi und die evangelische Kirche, aber auch die katholische Kirche arbeiten ja lange schon zusammen in dieser Allianz für den Freien Sonntag. Man könnte jetzt so ein bisschen zugespitzt sagen, auch das sind immer noch Abwehrkämpfe, ganz wichtige Kämpfe, aber Abwehrkämpfe im Sinne von, wo wir uns gegen eine weitere Flexibilisierung stemmen und eine weitere Ausweitung sozusagen der Arbeitszeitregimes. Wo siehst du bei der Kirche Ansatzpunkte zu sagen, an den und den Punkten treiben wir oder wollen wir und sehen wir auch strategische Fragen, wo wir das Thema vorantreiben wollen und wo wir auch gut zusammenarbeiten können? Also ich glaube, diese Zusammenarbeit in der Allianz für den Freien Sonntag, das ist schon mal ein gutes Beispiel. Und der Freie Sonntag ist sicherlich auch die Unterbrechung, die wir brauchen. Das ist ein wirklich wichtiges Bollwerk in unserer Gesellschaft, das uns sozusagen die Arbeit nicht überschüttet und vollkommen in unser Leben eindringt dabei. In der Tat müssen wir darüber nachdenken, wie wir leben wollen. Was ist gutes Leben und was ist in diesem guten Leben gute Arbeit? Ich bin der Überzeugung, dass diese gute Arbeit nicht
so lang sein darf mehr. Wir müssen über eine Arbeitszeitverkürzung sprechen. Wir müssen aber genauso auch darüber sprechen, dass diese Arbeit, wenn sie dann kürzer ist, auch eingegrenzt werden kann, eingehaust werden kann. Das Problem der Entgrenzung von Arbeit ist ja auch ein großes Problem. Wir haben ja einen technischen Fortschritt, einen technologischen Fortschritt, der ja zu diesen Entgrenzungen geführt hat. Wir haben Beschleunigungseffekte in unserer Gesellschaft. Das muss man sich zeitpolitisch auch anschauen, diese Beschleunigungseffekte. Wir schreiben unendlich viele E-Mails, so an die 130 habe ich meistens zu bearbeiten pro Tag. Das ist ja noch wenig, wenn man das vergleicht mit anderen. Das heißt, wir können heute statt eines Briefes 6 oder 7 Mal mehr E-Mails beantworten. Das machen wir dann auch. Die Technik hätte uns im Grunde eine Arbeitszeitverkürzung gebracht, wenn wir bei den Briefen in ihrer Anzahl geblieben wären. Das muss man sich mal klar machen. Ja? Wie viel Zeit hätten wir gewonnen dann? Anderes Beispiel, die Erde ist aufgrund der neuen Infrastrukturmöglichkeiten, Mobilitätsmöglichkeiten geschrumpft auf ein 60stel. Das heißt, ich kann Entfernungen wunderbar mit dem Flugzeug überwinden, ich kann zu solchen Gesprächen, Konferenzen fliegen. Wenn wir genauso viele Konferenzen wie in der Postkutschenzeit oder in der normalen Eisenbahnzeit besuchen würden, und nicht mehr, wir hätten sehr, sehr viel Zeit gewonnen. Aber diese Effizienzeffekte durch neue Technologien werden, das sind Rebound-Effekte, diese Effizienzeffekte werden durch neue Anforderungen, durch Druck auch vom Arbeitgeber oder auch durch den eigenen Druck zunichte gemacht. Ja, man setzt sogar noch einen drauf. Man erwartet heute noch mehr Kommunikation über das E-Mail-System, man erwartet es auch am Wochenende, man erwartet ständig unterwegs zu sein, auf allen Konferenzen zu sein, um mitreden zu können. Also das müssen wir uns kritisch angucken, also wie wir da auch eine Entschleunigung hinbekommen und wie wir diese Rebound-Effekte, die es im ökologischen Bereich ja auch gibt bei dem Thema Energieeffizienz, wie wir die in den Griff bekommen. Und mir ist auch noch wichtig zu sagen an dieser Stelle, dass wir uns natürlich auch über uns selbst noch mal im Klaren werden müssen, wie wir denn auch leben wollen. Ich habe den Eindruck, dass wir auch einen Lebensstil pflegen, der immer stärker davon geprägt wird, wir haben eine kurze Lebenszeit und wir müssen unendlich viel in dieses Leben hineinpacken, weil hinterher ist Schluss und bis dahin muss ich ganz, ganz viele Dinge getan haben. Aber wenn ich das tue, muss ich mich für bestimmte Dinge entscheiden und gleichzeitig habe ich die Qual der Wahl. Ich muss mich dann, indem ich mich entscheide, gegen andere Dinge entscheiden. Ich hetze also von Urlaubsziel zu Urlaubsziel, von Produkt zu Produkt. Auch da beschleunigt sich im Privatleben sehr viel. Auch da müssen wir gucken, was uns tragen kann, was auch in diesem privaten Bereich ein gutes Leben sein kann. Ich würde gerne noch mal eine kurze Rückfrage hier nach vorne stellen und dann in das Podium oder in sozusagen zu euch hin öffnen. Genau. Und zwar, weil ich jetzt gerade einfach auch noch mal über diesen Begriff Normalarbeitsnorm oder Standard, wie ihr es genannt habt, so ein bisschen gestolpert bin. Das ist vielleicht dann nur eine Begriffsfrage, das müsste man nochmal klären, aber sozusagen da ist ja so ein bisschen der Hund begraben. Also diese wahnsinnig ausdifferenzierte Lage, auch wir haben es jetzt vorhin hier jetzt nicht explizit nochmal erwähnt, aber es ist gefallen, zum Beispiel auch die ganzen Leute, vor allem Frauen in erzwungener Teilzeit. Und ich habe gesehen, Knut hat sozusagen auch fleißig mitgeschrieben, als dieses Wort fiel, Normal- oder Normarbeitsverhältnis. Ist es was, Knut, wo du sagst, ja, auch da kann ich irgendwie einen Anschlusspunkt finden? Also da bin ich sofort dabei. Wir werden vielleicht streiten über das Volumen. So, aber das ist ja auch ein bisschen Realität. Der Thomas Sayer-Peter hat das auch gerade gesagt. Im Moment dreht sich die Arbeitszeit um 40 Stunden. Das, was normal gearbeitet wird, ist 40 Stunden. Und ich glaube, das ist sofort Konsens, das ist zu viel. Das ist gesellschaftspolitisch zu viel, das ist tarifpolitisch zu viel. Darüber brauchen wir überhaupt nicht unterhalten. Und deshalb sage ich erstmal, es wäre total gut, wenn wir die 35-Stunden-Woche wirklich verlässlich hätten. Wenn wir keinen Verfall mehr von Arbeitszeit hätten. Und wenn ich dann diese 35 Stunden auch noch mit einer eigenen Zeitsouveränität gestalten kann. Weil ein Ergebnis der Befragung ist ja, Flexibilität ist nicht schlimm, nur Flexibilität als Einbahnstraße. Und ich finde, über dieses Thema zu kommen, dass wir sagen, wir brauchen einen neuen Standard, wo wirklich
und da bin ich im Moment erstmal bei der 35, weil ich glaube, das ist überhaupt gesellschaftspolitisch umsetzbar im Moment. Ich glaube, eine andere Diskussion wäre im Moment tarifpolitisch gar nicht umsetzbar. Selbst wir müssen ja im Osten erstmal das nochmal, müssten das erstmal nochmal hinkriegen, die 35 als Normarbeitszeit. Und wir trauen es uns ja im Osten gar nicht, haben wir auch mal, sind wir auch mal etwas heftig mit auf die Kiste geflogen, um das vorsichtig zu formulieren. Ja, unsere Stahl, aber da muss man aber auch sehen, Entschuldigung, also jetzt hast du hier auch einen, der Stahl besonders gut kennt, weil der Verhandlungsführer Stahl ist. Die Stahlindustrie im Osten ist geprägt von 2, 3 Großbetrieben aus dem Westen. Und das ist etwas völlig anderes als eine völlig differenzierte Betriebspolitik im Osten, wo wir übrigens auch, und das ist immer ein entscheidendes Kriterium für Tarifpolitik, wir einen scheiß Organisationsgrad haben. Wir werden es nie schaffen, mit schlechten Organisationsgraden große, auch vielleicht wichtige gesellschaftspolitische Themen umzusetzen. Und deshalb sage ich, lass uns die 35 als Normalarbeitszeit nehmen, verlässlich, ohne irgendwelche Arbeitszeitverfall, und das auch mit einer hohen Zeitsouveränität für den Einzelnen und dann auch nochmal wirklich geschaut, welche Arbeitszeit brauche ich denn eigentlich wann? Zu welchem Phase in meinem Leben brauche ich welche Arbeitszeit? Und dass das sozusagen die Ausgangslage ist, dann bin ich sofort dabei. Ich glaube, bei 30 oder 32 wird es schwierig, das tarifpolitisch umzusetzen. Und ich glaube, das ist auch das verkehrte Signal, dass das kurzfristig umsetzbar ist oder sogar mittelfristig. Ich wollte ihr sofort noch mal ganz kurz, sonst würde ich gerne die Möglichkeit geben, ins Publikum zu öffnen und dann ja auch noch mal zurückzukommen. Ja, sonst, also ich würde schon gerne noch, also wie ich auf so eine kühne Idee denn überhaupt verfallen kann. Ne? Also natürlich ist klar, dass das keine unmittelbare Tarifforderung sein wird. Ne? Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir die ganzen gesellschaftlichen Gruppen, die einen objektiven, wie soll man sagen, Drang Richtung 30 Stunden haben, und das sind, wie wir gesehen haben, die jungen Leute, weil sie Zeitbedarfe für anderes haben. Das sind die älteren Kollegen, die Kolleginnen, die nicht mehr so können. Das sind die ganzen Menschen mit Familienpflichten, die in der mittleren Altersgruppe. Also in meinen Augen müssen wir einfach eine gesellschaftliche Debatte, und zwar unter Einschluss natürlich in erster Linie die Gewerkschaften, das sind die Hauptakteure an dieser Front, aber genauso finde ich auch die Parteien, also der Gesetzgeber kann da einiges regeln, wie wir ja im Moment auch sehen. Die SPD hat ja einiges da in der Koalition schon auf den Weg gebracht. Die Linkspartei hat immerhin die 30-Stunden-Woche im Parteiprogramm und die 40 Stunden als Höchstarbeitszeit auch als Forderung. Aber eben auch die Kirchen, hier ist ja jetzt ein Vertreter der evangelischen Kirche, aber zum Beispiel in der katholischen Kirche, die katholische Arbeiterbewegung hat die beste, ausführlichste, fundierteste Begründung der 30-Stunden-Woche, die ich überhaupt kenne. Also auch da ist es schon vorhanden. Und genauso... Wie bitte? Das hat denn der CDU gerade umgesetzt? Leider hat die KAB den Einfluss in der CDU nicht, den ich ihr wünsche. Aber genau. Und dasselbe trifft auf Frauenorganisationen zu. Gestern hatten wir ja das WSI-Forum zu Arbeitszeiten der Zukunft und da hat der Deutsche Frauenrat, also die Vorsitzende des Deutschen Frauenrates und auch der Sprecher des Bundesforums Männer, beide unisono eben die kurze Vollzeit für Frauen und Männer gefordert. Und das sind alle Altersstufen. Also wir brauchen diesen Rückenwind und ich glaube, er ist da und wir müssen ihn nur auch gemeinsam aufgreifen. Thank you.